Was im Jahr 1980 mit der Klausner Kfz Landmaschinenreparatur GmbH klein angefangen hat, ist heute, mehr als 30 Jahre später, einer der modernsten und renommiertesten Kfz-Betriebe im ganzen Bundesland Salzburg. Die Rede ist vom Autohaus Pirnbacher in St. Johann, das seit Juli diesen Jahres in ganz neuem Glanz erstrahlt. Die alten Betriebsgebäude wurden aufgrund des gut laufenden Geschäfts zu klein und so wurde am Ortseingang von St. Johann direkt an der B311 ein neues zweistöckiges Autohaus errichtet mit fast 3000 Quadratmetern bebauter Fläche. Ja, wenn mir das jemand vor 30 oder 35 Jahren gesagt hätte, hätte ich ihm das nicht geglaubt, dass sich ein Betrieb so entwickeln kann. Aber es ist ja so nicht, wenn man gute Mitarbeiter, verlässliche Partner im Verkauf und im Geschäft hat und eine Familie, die hinter einem steht, dann sieht man, was sie erst verwirklichen lässt. Das Autohaus Pirnbacher ist ein echter Familienbetrieb, sind doch auch die beiden Töchter Teil der Geschäftsleitung und deren Freund bzw. Ehepartner sind im Verkauf tätig. Im neuen Gebäude macht das Arbeiten natürlich mehr Spaß denn je, auch weil die Kunden vom neuen Angebot regelrecht begeistert sind. Ja, die Kunden sind begeistert, also wenn sie reinkommen, ist das erste Mal geht der Mund auf und wow, es ist so groß und schön herin, alles hell. Und für uns ist natürlich auch eine tolle Arbeitsqualität jetzt, durch das, dass so viel mit Glas gebaut worden ist, also es ist ja Glas-Stahlbauweise, haben wir viel natürliches Licht reingebracht in das Gebäude und das gefällt natürlich uns Mitarbeitern und den Kunden genauso. Man merkt es im Ausstellungsraum, die Resonanz, die Leute kommen und aus der Neugier heraus alleine schon kommen sie rein und natürlich gefällt einem das. Wir haben jetzt sehr viel Platz und natürlich haben wir auch die verschiedensten Modelle in den verschiedensten Farben da, damit sie die Leute das auch anschauen können. Gell? Und das ist natürlich für die Kunden toll, wenn man genau das Auto, was man sich wünscht, in der richtigen Farbe auch anschauen kann. Beim Autohaus Pirnbacher finden die Kunden, was Neuwagen betrifft, gleich 4 Marken unter einem Dach. Renault, Dacia, Mitsubishi und Suzuki. Eine Vielfalt, die sich sehen lassen kann. Aber das gilt nicht nur für den Verkaufsbereich, sondern auch für die lichtdurchfluteten Werkstätten mit Spenglerei, Lackiererei, Diagnosestraße und noch vielem mehr. Ja, wir können sämtliche Arbeiten von der Karosseriearbeiten machen, dann Lackierarbeiten. Dann haben wir die mechanische Werkstätte, also wir können sämtliche Marken reparieren. Wir haben eine tolle Diagnosestraßen, also wo man eben Fehler feststellen kann und das auf schnellsten Wege. Wir haben auch ein eingerichtetes Reifenhotel, wir haben Reifeneinlagerung und eigentlich alles rund ums Auto mit Waschstraße, mit Reinigungsanlage, mit Innenraumreinigung. Also ist am letzten Stand der Technik und es gibt zurzeit eigentlich nichts Besseres. Der Neubau des Autohauses war in für die Autobranche nicht gerade einfachen Zeiten zweifelsfrei eine mutige, aber wie es aussieht, richtige Entscheidung. Das Resümee nach den ersten Monaten am neuen Standort fällt dementsprechend positiv aus. Ja, die ersten Monate haben uns von der Eröffnung her schon überrascht. Das war ein Zulauf, mit dem keiner gerechnet hat. Es ist natürlich jetzt die Präsentation direkt an der Bundesstraße und wesentlich ein anderer Standort als vorher. Vorher waren wir nicht so sichtbar und jetzt haben wir natürlich auch einen Zulauf von total fremden Kunden, die vorher noch nie in unserem Betrieb waren und die sich ja an und für sich jetzt schon bei uns umschauen und gebraucht oder auch neu waren.